Also. Schere, mach die Beine breit! Oh, da ist ein Pfeil, Freunde, halt muss einen Pfeil. Was? Ja, doch. Ist richtig. Oh. Ist richtig! Alter! Oh. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play GTA 5 Online zusammen mit unserem Gastgeber Anime-Fan, der aktuell am Stream ist, mit auf dem Teamspeak, ist doch der Soulhammer und ich glaube auch der Lukas. Ja, hallo. Der ist. Ja. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Dann wollen wir mal. Mit Commands findest du alles heraus, Werbkunden. Da müssen auch irgendwo PS4 drin stehen, meine ich. Und natürlich Hallöchen an die Zuschauer. Genau. Knock knock, hallo. Ah. Erstmal ein bisschen. Umgefahren. Mhm. So, vorausgewählt war der Centorno. Viele sind jetzt auf XA21 umgesprungen, weil es da stand irgendwo. Ich hab's nicht gelesen. Er liest die Beschreibung nicht. Er liest wahrscheinlich auch keine Stream-Beschreibung, Freunde. Leider nebenbei auch noch ein bisschen was zu tun. Ah, ja. Aber das Solemn eigentlich jetzt müssen, oder? Eigentlich ja. Ja, ich wollte noch umwählen, aber ich war leider zu langsam. Oh, da oben geht das, da geht das Monster los, Freunde. Wir haben auf dieser Map eine 15-Minuten-Challenge, Ladies and Gentlemen. Ich bin mal gespannt, ob das was? Müssen wir über die Decke fahren? Hab ich das richtig, dass auf der rechten Seite das Loch war? Ich hab keine. Ja, Lars Main hat's gemacht. Okay, ja, moin. Lol. Was denn da? Ja, ist. Mindestens. Ja. Oh, die Auffahrt ist aber auch böse, meine Herren. Aber ich hab's geschafft. Oh, für die Zentoren ist konnte ich jetzt böse werden, Freunde. Nein, hab's. Oh, ist das Assi. Ist das Assi. Ah, ist die Spirale nicht da oben abspringen. Gerade raus an der Spirale. Okay. Ich hoffe, der Tipp hat dir geholfen oder bist du auch zu hoch gesprungen? Nein, zu niedrig. Oh, zu niedrig. Scheiße. Oh, jetzt hab ich getroffen. Oh, was kommt jetzt? Ein Flip kommt danach. Oh, ich hab ihn verkackt, den Flip. Ich hab die Führungsschiene mitgenommen. Sah geil aus. Ah, Lukas hat dich auf. Lukas hat es. Links, rechts. Oh, zu hoch. Mini. Oder? Oh, fick dich. Der ist aber böse. Normal springt die Spirale nach oben ab. Das hab ich ehrlich gesagt richtig überrascht. Oh nein, wieder zu hoch. Ja, wieder ein Tick zu hoch. Oh. Aber ich versuche echt mit dem Centorno mitzuhalten. Kann ja sein, dass es auch funktioniert. Das scheint ja wirklich halb. Der Flip wird natürlich jetzt gleich interessant, muss ich ehrlich zugeben. Hat auch funktioniert. Mehr oder weniger, cool. Ich war nur zu langsam. Oh nein, ich hab. Das ist, und da kommt direkt der Punkt aus, wenn du nicht schaffst. Geil. Ist also mit Zentorno auch möglich. Okay, dann ist er erstmal runterspringen. Okay, das geht auch noch. Was erwartest du jetzt hier von mir, Kumpel? Ich hab den Zaun kaputt gemacht. Bitte keine Klagen einreichen. Danke. Was ist das hier eigentlich? Muss man Vollgas fahren? Ah ja, okay, da ist der Punkt. Dann musst du einfach nur runterspringen. Ja, auf dem See, ja, ich sehe schon. Okay, da oben ist ein Punkt. Gut, Flip hat funktioniert. Wunderbar, da müsst ihr jetzt direkt einen Punkt kriegen. Jo, ab ihn. Und wunderbar. Dann ach du Scheiße, was kommt denn jetzt hier auf uns zu? Mhm. Last Man ist direkt vor mir, Nein, Kamera! Der sich hier zusammengeschustert, Alter. Oh, der Spawnpunkt ist natürlich richtig schwanz ausgerichtet, Freunde. Nicht jeden Tag. Momentan zwar ein bisschen häufiger, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe, als ich mein Lieb eigentlich nur ist, aber. Aber mittlerweile kannst du fast sagen, von Aris und mir kannst du jeden Tag fast was sehen. Ja, und sei es auf YouTube. Ja. Man kann es empfehlen, da siehst du auf jeden Fall jeden Tag frische Videos. Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann werden dann. Müssen wir da eigentlich auf den Wallride springen? Ja, okay. Der springt aber auch böse, meine Herren. Alter, was ist das bitte für und Borussia 05, vielen Dank für dein Follow. Alter, ist die Map. Wow. Was ist das für ein scheiß Spawn? Digga! Ich da. Hab ich das übersprungen? Hä? Ja, aber viel zu schnell, Freunde. Okay, man muss definitiv die Führungsschiene mitnehmen. Viel zu schnell an der Stelle. Nee. Doch ein bisschen weiter. Warum richtet man das dann nicht da perfekt aus, Freunde? Das müsst ihr mir mal verraten. Ja, hat jemand gründlichst verkackt. Oder der Map aber kann selber nicht so gut fahren. Das, der hat deswegen alles so angepasst. Ich bin zum ersten Mal an den Looping dran.
Ja, ich war eben unten ein kleiner Sprung, dann Spirale nach oben. Ja, ja, den hab ich verkackt, weil ich da oben gezogen hab. Oh. Da ist noch ein Spiralsprung. Oh nein, ich bin zu hoch, ich bin... Oh. Nein, ich bin dran gekommen. Oh. Nein, ich bin nicht mehr runtergekommen. Oh, ist das böse. Oh. Man darf auch nicht nach oben ab, nicht richtig in die Ohren. Oh, das war böse. Mhm. Weil ich bin's gewohnt, in den Winkel der Spirale abzuspringen, Freunde. Oh nee! Jetzt bin ich gegen diese Looping-Scheiße geknallt. Shishi, Junge! Shishi! Du hast nichts gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt auch nicht, dass... Nein, leider nicht die das, weil die war ziemlich kaputt, die Map. Und dann war da etwas Nerviges in der Map drin. Was wir nicht mehr erwähnen wollen. Genau. So ungefähr, Silas, so ungefähr. Ich hatte einen Einkaufswagen auf meinem Kopf. Komm ich jetzt dran? Komm ich dran? Nein! Ich hab die Tube berührt, verdammt! Okay, Steffi. Oh, falsch geguckt. Okay, später an. Sollen sie? Ist sie nicht verboten, Loser Emanuel? Ich wollte es gerade sagen. Habe ich Deko erlaubt. Ich würde sagen, wir haben ihm erlaubt, mal uns zu konkurrieren. Ja. Oh, ich bin wieder an den Looping dran. Ja, me too. Spirale. Weil sie müssen jetzt auch noch ein bisschen trainieren, Loser Emanuel, weil nächste Woche kriegen sie so von mir wahrscheinlich auf die Fresse. Was? Oh nein, 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 nein. Hi, Ares. Oh Mann! Ich jetzt. Und dann heißt es, kommt eine Tube mit Punkt. Huh. Endlich, geschafft, ja, Freunde. Kunden, denk mal drüber nach, ab wie vielen Jahren GTA freigegeben ist. Dann weißt du die Antwort. Richtig. Oh, das ist hart. Oh, ist das hart, ist das hart, ist das hart. Und das ist nicht hier das, was in meiner Hose ist, Freunde. Das hat mich jetzt aussortiert, Mann. Hey. Geil. Ich war gerade an der scheiß Looping. So, wieder Looping-Scheiße. Oh, das Speed könnte aber auch böse sein. Warum ist der Pfeil da unten, wenn der oben der Wallride ist? Ach, das ist der Rückweg. Okay, ich folge. Oh, ist das böse! Er wollte schon wieder Mimimi machen. Und jetzt fliege ich hier rüber, oder was? Na, nein. Du musst da wieder relativ gerade abspringen, oh, Aras. Jo, jo, jo! Hab was! Ja, da ist ein Punkt! Ja, geil, oh! Der Sprung wird dich auch begeistern, weil er sehr hart ist. Hm. Oder sehr böse, sag mal so, wenn du da falsch. Du musst das auch direkt ausrichten, weil sonst prallst du ab. Wie von einem Leinenpinguin. Alter! Digga! Der Sprung, Aras? Ja. Und wenn du in die Tube kommst, vertraue bitte den Pfeilen. Nur so als gut gemeinter Tipp. Mhm. Was ist jetzt? Hier habe ich jetzt Angst. Was kommt in der weißen Tube? Ich sehe nichts, Freunde. Ich weiß nicht. Das ist aber ein scheiß Absprung, ey. Muss ich irgendwo drehen? Fick mich, ich fahr einfach hier auf. Hab den Punkt. Ah, der Punkt war unten in der Tube drin, Aras, in der weißen? Ja, unten in der Tube. Da hat er sogar eine Auffahrt drin, falls du verkackst. Weil ich bin oben hingefahren und da war der Punkt nicht. Ich habe die Loser-Krankheit. Freunde, also ich hole den Punkt so. Seht ihr, Freunde? Da hat er die Auffahrt hingemacht. Ach, sowas hat er gebaut. Okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, einfach hinsetzen, runterfahren und wieder auffahren und dann ja, hast du es geschafft. Genau. Oh, scheiße, ist der Spawn-Penis ausgerichtet, Digga. Ja. Merkt ihr was? Ihr verwöhnt uns teilweise mit den Maps so krass, dass wir echt etepetetopenibel werden, was Maps anbelangt. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Hey, was ist das? Apropos, wenn ich den mit Zollern höre. Digga, hol doch nicht rum, du Muschi, ey. Was ist denn mit dir? Oh, fast wäre ich falsch aufgefahren. So, muss man auffahren, Freunde. Jetzt sind wir unten drin. Perfekt. Aber verkackt. Verkackt. Das geht nämlich mit dem. Oh, da kommt gerade ein Emschi, Aris. Nicht ganz so einfach. Böse Emschi, man sieht nichts. Und ich bin in der Tube, dann muss ich jetzt da oben oder unten in der Tube? Na unten, okay. Oh, ist das böse. Oh nein. Aussortierer drin, okay. Das kriegen wir hin, Freunde. Ich fühle mich gerade nicht eingehen, dieser Punkt hier ist gerade richtig böse, Freunde. Falls ihr mal verschreibt. Ah, jetzt sind wir an der Stelle wieder, oder? Ernsthaft? Santano! Oh, Junge, ich seh nichts. Ah, jetzt sind wir an der Stelle wieder. Okay, Freunde.
Aber wohin müssen wir jetzt? Ist die Frage, ist hier irgendwo eine Ausfahrt auf dem Wallride? Ich bin jetzt nicht auf dem Wallride, wo wir eben reingefahren sind. Ah, das ist quasi eine sehr komplizierte Wendung gewesen. Ist der Wallride einfach weiterfahren? Ah, okay. Ah ja, die schieben mir dabei die harte Auffahrt drauf. Ja, das war das. Ja, dein nächster Punkt. Oh! Das wird sehr flach aus! Da musst du extrem tippeln! Schon mal als Warnung! Okay. Das sind die Fünfer-Elemente! Das sind die Fünfer-Elemente! Ich verliere Haftung! Direkt vom Punkt! Ja, lol. Echt jetzt? Wow. Das heißt, du darfst alles aber von vorn fahren. Oh ja. Ich bin mal unten der Typ drin. Kannst du gerne Martin motzen? Was ist denn das für eine Ficklaus-Scheiße? So ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann werden dann. Die Kartoffel 22 lässt ein Follow da. Vielen Dank. Und Motzi kannst du gerne machen, aber dann kannst du aber vielleicht, wenn du Pech hast, nur einen Punkt in der Map-Wertung bekommen. Musst du auch so sehen. Kannst du gern bauen, was du willst, Motzi. Du musst mit den Konsequenzen leben, nicht wahr, Ares? Ja, ist echt so. Hi, Anime. Hi. Habt ihr Brot? Nein, sorry, Kumpel. So, Freunde, jetzt weiß ich, dass ein MG kommt. Wir kommen also langsam. Der ist ja steil, das heißt, da können wir, guck mal, so langsam auf dem MG fahren. Die MG war ja wirklich harmlos. Das war ja ein Kinder-MG. Kindergarten-MG? Ja. Die wird zwar Endos First Try schaffen. Oh, lol. Warum mag ich eigentlich schon wieder auf Endos rum? Kannst du mir das mal verraten? Weiß ich nicht, aber ich hab's verkackt. Was? Ja? Also, willst du damit sagen, du bist schlechter als Endos? Nein, ich wusste noch nicht, wo sie vernünftig ansetzt. Mittig? Ja, wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ah. Oh, jetzt muss ich ja was schaffen hier, Freunde. Nach oben, dann jetzt hier nach unten. Da kommt der Aussortierer. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt ja kein Mimimi machen, ne? Aber baulich gesehen finde ich die Map jetzt nicht gerade so den Kracher. Da sind wir geileres von unseren Leuten gewohnt. Oh, ja, ich bin oben, ich bin halt oben. Und da ist der Punkt, Freunde. Er hat. Geiler Typ, Mann. Aber wieder, ich muss extrem nachtippeln. Okay, jetzt müssen wir nach unten, Freunde. Das ist dahin. Emchi, hast gesagt, kannst du langsam rein. Ja, ey, die ist so steil Kurve, das ist total langsam. Oh, und wenn du das hast aus. Ich hab die Challenge geschafft, Freunde! Ja! So, haben wir. Jetzt bin ich in der Tube unten oder oben? Die Orange Tube nach unten. Das ist zwar aussortiert, aber in der richtigen Reihenfolge. Ja. Challenge geschafft, Freunde! Ne, ich hab den Grip verloren. Ey, Leute, fahrt rein. Drecksmap. Okay, Freunde, rein mit uns ins Ziel. Oh, ist so ein Speed. Oh. We talk, Alter, ist das nicht. Und ab ins. Ich hätte fast ein Copy gemacht am Ziel. Jo, ja, Freunde, und da sind wir zurück zum zweiten und letzten Rennen des heutigen Tages. Transform Asian vom lieben Lukas, der natürlich da ist. Und wir haben noch ein bisschen Zuwachs bekommen, nämlich der liebe Sky sowie die liebe Mella. Hallo, Leute. Jetzt wird's frech. Hallöchen. Oh yeah, das wird so gut. Die freche Mella ist da. Gut. Oh, mein Herr. Ey, jetzt sind auch meine Kopfschmerzen endlich weg. Wunderbar. Ja, das können wir ändern. Nein, ich wollte schon einfach meinen Fuß bei euch rauslassen und ich euch ganz Zeit. Ich geh schon mein Ego rein, Freunde, das wird vom Einzelhand garantiert sein. Ja. Ist auch ja, so. Die ersten zwei Punkte will ich komplett in Ego fahren. Da hab ich mir gedacht, Ego runterfahren, Freunde. Ja, moin. Ist hier nichts. Leck mich! Ich seh nix. Ist das Ares Hintern, wo ich gerade dran bin? Ja, kann sein, ich bin Erster. Ne, dann bin ich jetzt nicht. Ich bin nur ein Schwarzer vor mir, Freunde. Wow. Ein Schwarzer ist vor dir. Also. Schere, mach die Beine breit! Oh, da ist ein Pfeil, Freunde. Halt uns einen Pfeil. Was? Ja, doch. Ist richtig. Ist richtig. Alter. Wow, was? Lukas, man kann's übertreiben. Man kann's übertreiben. Wohin? Na oben. Ich seh nix. Ich hab keine Ahnung, was die da teilt sich. Oh, wir drehen uns um. Das kennst du von mir aus. Das hab ich auch schon mal gemacht. Ja, ich kenn's von dir. Ich hab's von dir. Die Idee. Aha. Aber die Speeds sind böse. Die brauchst du zum Umdrehen. Oh nein, ich hab verkackt beim. Also nichts Neues. Ah, schade. Ich hasse dich. Tust du nicht. Doch, ich hasse dich. Nein, und alles nur. Doch. Bei Via Ares hast du. Oh, wow! Seit fast 3 Jahren hasse ich dich. Ich lass mich auch hier ablenken. Liebevoller Hass. Achso, das sind nicht 100. Oh, ne, liegt nicht auf 90 Grad, deswegen, okay.
irgendwie zu gut dafür? Ja. Ist ja unten. Bin ich zu überqualifiziert? Nein. Unterqualifiziert. Oh. Und überbezahlt. Was? Ich werde gar nicht bezahlt von dir. Oh, Rocky Voltic! Oh, das hat mich überrascht. Da war ich außen sich. Hallo, knack knack, ist das eine geile Map, Mann. Nice, User Dekordian, vielen lieben Dank. Niemals. Oh! Was? Rocket Voltic Action? Ja. Sega, deine Mama! geile Map, Mann. Arthrigen hat Orgasmus, Freunde. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Dann tipp jetzt schon mal in dem Looping. Einfach wie mit dem XA rückwärts drehen und dann den Boost zünden. Ei. Hä? Ich habe irgendwo Fehler gemacht, Freunde. Unglaublich. Hä? Wo war der Hä? Was muss man denn machen in der pinken Spirale? Hä? Ich bin überfordert, Freunde. In dem pinken Looping musst du dich auf rückwärts drehen, dann den Boost vom Rocket Voltic zünden. So umdrehen. Ah, ja. Ist richtig. Okay, geil. Jetzt raff ich, was er will. Ja, ich dachte auch, wo muss ich jetzt hinfahren? Oh, geiler Typ, Alter, geiler Typ. Zum selber zocken, ihr wisst Bescheid, findet ihr die Map unten in der Videobeschreibung. Checkt es aus. Da könnt ihr auch alle von Luca spielen, die sind Wahnsinn. Oh, fuck! Abgesehen von Russians, die würde ich euch nicht empfehlen. Welche? Die Russians, die russischen Level von ihm. Wenn ihr nicht gerade Olaf oder sowas heißt. Oder Russland. Nein, ich habe mich jetzt nicht zu früh geboostet. Oh, das war fies, die Drehung. Eieieiei. WLAN, ja, WLAN ist was Geiles, User Deko. Das war böse hier. Okay. Okay, aber das geht mal hin. Ey, das ist doch machbar. Ja. Aha. Ja, ich bin gedreht aus. Geiler Typ. Jetzt wieder den Wolf. Ah, ja, in der Verwandlung wieder. Freunde. Hi. Hi. Nein, ich bin. Oh, auf dem Rücken musst du nach oben abspringen, Aras. Du fällst extrem runter. Genauso wie auf dem Hinweg. Auf dem Hinweg fall ich nicht so viel runter. Je nachdem, wie viel Speed du da vorgezündet hast. Okay, aber ist eine Handbremsendrehung auf jeden Fall. Also, ich hab nur eine Handbremse geschafft, Aras. Echt? Okay, nicht schlecht. Denn ich bin ja froh fucking Anime-Fan. Oh, jetzt geht das los. Ich bitte dich, ja. Oh mein Gott. Ich hab's gleich. Ja, bitte, mein Kind. Ja, sprich, Mela. Wir hören dir zu, mein Kind. ernsthaft? Ihr beide habt mich zusammengezeugt. Das hat ihr gehört. Ah, es hat ein Weibchen gemacht. Er ist eine Ente. Karma. Oh, Mann. Ich dachte, ich bin dafür zuständig, euch auszusortieren. Ja. Irgendwie. Es klappt nicht so gut, wenn anderes nicht dabei ist. Ja, nichts kannst du ohne ihn. Wow. Doch, so einiges. Was denn? Zum Beispiel meine Kopfschmerzen wegzaubern. Hä? Nein, das hat die Drehung und den Boost einfach noch nicht so ganz. Ich hab's auch bis jetzt nur einmal geschafft. Die Drehung ist echt böse. Es ist auch die schwierigste Stelle. Hab ich mir gedacht. Aber bis jetzt hab ich Spaß an der Map. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Map hat was. Ich fahr immer noch dezent für mich. Das ist also so wie immer. Ja, wow. Ja, aber ich habe gerade erst meine Kopfschmerzen weg, die immer noch so ein bisschen nerven. Nein! Fuck. Also die Drehung ist echt böse, meine Herren. Ja, ein bisschen. Bin ich nicht mehr so aggressiv. Machst du eigentlich diese Fassrolle oder wie hast du die Drehung gemacht, Lukas? Ich drehe mich, wie ich mich in der Typ-Off rückwärts drehen würde. Okay. Genauso wie du es machst. Dann ins Speed hinten. Hä? Wie? Hört das so? Loser Lukas hat das Spiel verlassen, was da los? Er war schon vom Ziel. Kamera! Ey, hast du die Kamera jetzt gesehen? Oh, Lukas, das ist, das ist böse. Für die Kamera kann ich leider nichts. Doch! Ja, stimmt. In dem Fall ja. Ja. Oh, Junge, hab ich hier so eine geile Drehung hinbekommen, Freunde, und dann die Kamera. Oh, GTA. Ich einfach immer noch hier vom Himmel, oh Gott. Das ist das Einhornpapier, Schuld, Freunde. Das müsstest du mir übrigens mal rüberschicken. Ich würde das gerne auf Klopapier kriegen. Ja, das hat geklappt. Also ich brich jetzt mittlerweile einmal nach oben leicht aus, direkt nach unten Drehung. Und dann funktioniert das. Quasi wie du so eine Skerrick-Rolle machst. Achso, die Skerrick-Drehung machst du? Ja.
Lul, sag das doch. Hab ich gerade zum ersten Mal gemacht, so gesehen. Okay. Oh, ein Wendler? Ich hab Probleme mit der Kamera dann, ey. Ich seh da nichts. Deswegen hab ich sie ja weit gemacht. Ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Nee, das stimmt. Ich danke dir, The Bomber 522, für dein Follow. Wir hatten eine sehr interessante Aufnahmesession gestern. Ja. Egal! Ist so. Kannst du das mal bitte würdigen? Ist so. Ich bin gar nicht mal so scheiße gefahren, okay? Warum hast du nur einen Rundkurs gehabt, Aris? Theoretisch. Ey! Ich krieg das doch nicht so ganz geschissen. Kannst du das mal mehr würdigen, Aris? Wieso soll ich das jetzt würdigen? Nein! Geile Drehung. Ich möchte. Also Bomber, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich wünsche was, wir sind bei so ist es. Bärchen. Bär. Jetzt geht das wieder los, Freunde. Aber jetzt mal ernsthaft, diese Map ist super. Eine Ewigkeit später. Meine Fresse! Bis hier war's dann geil. Nee, nix. Psst. Doch. Psst. Mich nicht an hier, Schlauze. Doch. Kann ich hab mir schon. Ja, hab mir schon gedacht beim Bauen, dass es die Stelle ist, wo die meisten rausgehen werden. Ja, wahrscheinlich. Das wird auch die Losers zerstören, diese Stelle, wenn die nicht spielen sollten. Ich hoff's. Ich denke gerade, die Losers, die kriegen das hin, weil... Nein, die haben jetzt so eine Map gespielt, haben die es nicht hinbekommen. Kamera! Okay. Die Stelle, die habe ich ja aus dem Video von Losers abkopiert. Ja, deswegen kriegen die nicht hin. Da haben die 5 Stunden in der Stelle herumgegangen. Oh, shit. Muss ich hier einfach... Oh! Hammer. Wendler. Kacke, Mann. Oh, das ist Aris gleich direkt hinter meinem Arsch. Aha. Dann mach ihn da mal schnell weg. Sommerkind. Nein! Oh. Nein! Nein, ich mach genau den gleichen Scheiß! Echt jetzt? Da ist hinter der Ampel gefahren, oder? Anime! Beschwer dich bei Lukas, der ist schuld. Das ist jetzt nicht passiert! Also Lukas ist schuld, Aris. Anime! Schau, Saul, immer sah geil aus, Mann! Ja, Dick wollte richtig eskalieren. Auf deinen Scheiß da, wenn er die Stelle sieht, Feuerlore, wird er schon Alt F4 drücken. Drehung haben wir. Mann, ich sie mögen halt nur, wenn du richtig schöne Drehungen einbaust und nicht solche Zufallsbedingungen. Nein! Ey, Mann! Wäre viel schöner gewesen, wenn man da rausflippen hätte können. Ja, irgendwie ein Flip oder einen schönen Wendler. Also die Drehung mag ich schon mal gar nicht, Freunde. Oh, Aris, hübscher Hintern. Danke. Hör ich das öfteren? Ich glaube, diesmal nicht wegen Kopfschmerzen. Meinst du nicht, dass Aris einen hübschen Hintern hat, Mella? Bitte? Hat Aris keinen hübschen Hintern? Aris? Keine Ahnung. Oh, gerade nochmal eine Drehung hinbekommen, Freunde. Auch so gar nicht. Lüg nicht. Ich hab gehört, du guckst immer auf Aris Hintern, wenn du ihn mal siehst. Sie auch, heimlich. Das ist mein anderes Mal. Sie möchte vor allem auch von mir eine Arschcam sehen. Oh, wow! Ach so. Am Arsch? Ja. Oh. Gibt's aber nicht. Oh, schade. Interessant. Ja. Du möchtest eine Arschcam haben? Das war auch klar. Scheiße. Nein, das ist eigentlich ziemlich genial. Loch getroffen, Freunde, ich hab das Loch getroffen. Herzlichen Glückwunsch! Da kommt noch ein Loch und da ist der Verwandlungspunkt, ja. Zu viele ist halt. Oh Mann, ey, das ist so unverhältnismäßig. Konzentrieren. Ach, Zollhammer. Digga, hol doch nicht rum, du Muschi, ey. Was machst du dir? Ihr habt auch die ganze Zeit rumgeheult. Anime-Fan? War es ein Fake-Punkt? Drück mal FFA. Das war ein Transform-Punkt, der richtige Punkt, der stand am Ende der Straße. LOL, Anime, Alter! Es war nur ein Transformpunkt, dass du mit Mix A landest, weil der Formular manchmal Big Bang landen. Du bist so ein kleines, dreckiges. Aris, Aris kann nicht lieb sein, Aris ist so ein Arschloch. Er muss alles nochmal machen. Wie geil ist das denn? Das hatte ich aber bei meinen letzten Transformations auch so gebaut, Anime-Fan. Da habe ich immer direkt durchgefahren, das ist mein Problem. Ist das geil, was ein Trottel ist, Alter! Das hättest du auch gemacht, Aris. Du denkst in dem Moment, ja, wunderbar, verwandelt.
Oh, oh, fick doch mal die Kamera, ey! Bist du großartig. Ist so. Oh ja. Oh mein Gott, wie geil! Da schafft man den Kack und dann hab ich voll die scheiß Kamera, ey. Jammer nicht. Dann drück er den einmal da hinten, hast du eine gute Kamera. Oh nein, ich hatte so. Ich verreck nicht an deinem Lachen. Schön, Ares. Oh, schön. Der Vorteil ist, den 2K schneide ich schon raus in der Folge. Hey, du kannst ich lass den drin. Ja, du hast nicht gesehen, was da passiert ist. Du hörst immer nur ein dämliches Lachen. Hi, Solemma, ich bin hinter dir. Darf ich reinfahren? Nein! Ey! Hör da auf, rein zu... Och, ey, Mann, ganz ehrlich. Marshall, ich weiß schon mal, wen ich morgen nicht einlade, ne? Alter! Halleluja! Warum fällt hier... Ach, das heißt hier. Ich wollte sagen, hä, warum fällt hier vom Einzelhang vor mir? Oh, Mann, ey! Halleluja! Halleluja! Ich bin mal zurückgekommen. Das wird ein... der Punkt war... Der war... Oh, nö. Ja, ja, ja! Göttlich! Was denn nun jetzt? Also, ich muss schon sagen, mit vom Einzelhang war das hier gerade echt einfach. Ja, ja, super! Alter... So, Soulhammer sowie Drachenfan gewinnen das FFA und freuen sich über 170 Punkte. Ja, Drachenfan ist ja okay, aber warum Soulhammer? Ja, wenigstens etwas, was ich gewinne, ey. Können wir da auch mal was, ey. Ja. Okay, jetzt dahin freuen. Oh! Wow! Das ja auch gar nicht. Ey, das ist auch mal. Böse, leck mich! Hörst du doch. Leck mich, Soulhammer! Ja, mich immer. Ja. Die mobben mich jeden Tag. Oh nein. Du brauchst das, Soulhammer! Ja, stimmt. Hat Endres uns so gesagt. Hab ich auch so Sei gehört. Doch mal lieb, ey. Niemals. Gib dir! Och Mann, ey, diese Kamera fickt mich, ey. No! Nur die Kamera, das ist aber set. Oh, ich hab. Ares, ich hab Endres gemacht. Schön. Mit meinem Job eine Freundin zu finden, ist also. So leicht. 1, 2, 3. So, Ares, guck mal, wenn du das sagst in den Stream, ich hab Endres gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Ey, das schafft nicht jeder. Ja! Okay, Drachen. Ey, diese Drehung geht mich langsam aber sicher ein bisschen auf. Merkt man nur gar nicht. Ein bisschen. Und Drache. Und Drachenfan, dir einen schönen Start ins Wochenende und bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ja, man. Ares, ich heule auch nicht rum, dass ich seit 30 Minuten am selben Punkt bin. Ach, Schnauze. Halt aber die Schnauze. Aber, Mella, im Gegensatz zu Ares, bist du das gewöhnt, immer am gleichen Punkt zu hängen? Ja, nein. Ist echt so. Hat mir Endres verraten. Ey, bitte, diese Kacke regt mich jetzt mittlerweile echt auf. Endres hat mir deinen Schwachpunkt verraten, Mella. Vor allem, weil ich schon mehrfach hatte. Dein Einhornpapier. Okay, gut. Nein. Doch. I believe I can fly. Dann hat er ja nicht mit dem I believe I can touch the sky. Oh ne, doch nicht. Leck mich doch. Andres weiß ganz genau, wie er mich ablenken kann. Mit seiner Zunge, ich weiß. Ohne, dass er irgendwas macht. Nur mit Worten. Oh! Göttlich, meine! Was? Der war perfekt abgemessen von mir. Das war's geholt, Freunde. Schöne Auffahrt, die gefällt mir. Jetzt nach oben, Freunde, da wird man mich loben. Oh, Sommerkind, so genommen, ja, wie Mella. Nix. Ich habe ein bisschen gelästert. Was? Irgendwas wird genommen und Mella. Ja, ich habe Mella genommen von hinten. Ach so, habe ich gar nicht bemerkt. Da habe ich mir gedacht, mach nur. Ich finde es jetzt ohne Handbremse und ohne Bremsen, finde ich es einfach viel leichter, einfach vom Gas gehen und rumdrehen. Und du bist halt nicht offen für neue Sachen, Soulhammer. Das ist auch enttäuschend. Du musst auch mal neue Sachen lernen, Soulhammer. Habe ich ja gerade. Ich habe jetzt gerade eine ganz andere Technik, womit ich viel besser schaffe. Oh. Ja, so hat jeder seine eigene Technik und deine eigenen Vorlieben. Oh, nö. Das ist doch nicht sein. Nee, ist doch nicht sein Ernst. Ist doch nicht sein Ernst, was ich gesehen habe, Freunde. Ah, ja. Ist richtig. Ach du Scheiße. Mann! Mehr ey, diese Drehung regt mich langsam auf, Alter. Mehr Edwards als in Mellas Po. Was? Ja, ich bin. Was? Ja. Und das war schon, das war ein enttäuschendes Ende. Das war's, ja. Anime, würdest du dich das auch trauen zu sagen, wenn ich vor dir stehe? Natürlich, du bist nur ein Kampfzwerg, hab ich mal gehört.
Wir haben einen Wedge Crit, Freunde. Wir haben einen Wedge Crit. Wedge Crit. Ja, rein mit euch. Ares ist auch da. Rein, Gimli. Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt die Kanäle vom lieben Anime-Fan aus. Oder von der Ente. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie die Map, zockt sie selbst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schöbede und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.